30-Jährigen eine Plattform zum Ausgehen geben, zum sich amüsieren, neue Leute kennenzulernen, vielleicht auch einen neuen Lebenspartner kennenzulernen und einfach auf einer niveauvollen Art mit einer tollen Atmosphäre zu feiern. Wir bieten den Gästen immer mindestens 3 Tanzflächen an, so dass sie von den Charts über die Oldies bis über Discofox und elektronische Hausmusik eine sehr breite musikalische Palette geboten bekommen. Stadthallen oder Kongresszentren, Maritimhotels sind auch oft unsere Partner, wo wir die Partys durchführen. Für uns ist wichtig, dass die Häuser, in denen wir veranstalten, eher aus Kultur- und Kongressbereichen sowie aus Theaterveranstaltungen oder Konzerten bekannt sind und nicht als typische Feierlocation vielleicht auch zum Teil verruft sind, sondern erstmal ein relativ positiv neutrales Image haben. Unsere Zielgruppe ist wirklich über 30, das heißt, wir lassen erst ab 27 rein. 27 deshalb, weil wir sagen, 28, 29 mischt sich mit 30, 31. Jeder hat im Freundeskreis 3-4 Jahre nach oben, aber auch 3-4 Jahre nach unten. Und diese Klicken wollen wir quasi dann nicht miteinander schneiden, sodass wir gesagt haben, da setzen wir das Alter. Unser Durchschnittsalter liegt allerdings bei 40 Jahren. Dass wir wirklich ganz wenige unter 30 haben und einfach wirklich ein sehr buntes Programm haben. Das ist sicherlich eins unserer Erfolgskonzepte, mit dem wir veranstalten. In Deutschland, wir sind rund ca. 30 Veranstaltungsorte, die wir nach und nach ausbauen mit dem Konzept. Mittlerweile sind wir in Recklinghausen, zum Beispiel im 14. Jahr, in dem wir veranstalten, auch 4 bis 5 Partys pro Jahr. Ja, und die Veranstaltungsreihe würden wir auch gerne hier 2 bis 3 Mal im Jahr etablieren.